Sebastian Hartmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte durch den Antrag der FDP ist ein willkommener Anlass, noch mal, auch gerade nach dem vorherigen Redebeitrag, an den hochverehrten Karl Popper zu erinnern, der uns in seinem grundlegenden Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde auf Folgendes hinwies: dass die Demokratie als entscheidendes Merkmal tatsächlich den Wahlakt hat, der es uns erlaubt, darüber frei und in gleicher geheimer Wahl zu entscheiden, wer uns zu regieren hat, und das bei gleichen fairen Chancen. Und dass, wenn diese Wahl, dieser Wahlakt als solcher in Zweifel gezogen wird, natürlich die Legitimation der Regierung insgesamt infrage stellt. Und das ist gerade versucht worden, indem nämlich die Wahlchancen infrage gestellt worden sind. Und da hat die FDP mit ihrem wirklich, und da gebe ich den Kollegen von der Union recht, einen wirklich sehr guten Antrag vorgelegt, wo einerseits auf die Problematik der Desinformation und der besonderen Herausforderung heutiger Zeit digitaler Souveränität, aber auch der IT-Sicherheit hingewiesen worden ist. Und deswegen müssen wir als die demokratische Fraktion hier im Haus gemeinsam das zum Anlass nehmen, alles dafür zu tun, entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen, entsprechend auch darauf aufmerksam zu machen, wenn durch Fake News und Desinformationskampagnen dieser Wahlakt als solches infrage gezogen worden ist. Und das ist nicht abstrakt. Es hat bei Wahlen stattgefunden. Und auch in einer der größten Demokratien der Welt, in Amerika, ist ja insgesamt die Wahl infrage gestellt worden, obwohl ein neuer Präsident ins Amt gekommen worden ist, ist die Wahlniederlage nicht akzeptiert worden. Meine Damen und Herren, darum müssen wir uns kümmern, wenn es darum geht, am 26. September die Bundestagswahlen vorzubereiten. Und es ist richtig, dass diese Debatte genau hierhin gehört, ins Parlament, und wir als Parlament dafür sorgen, dass einerseits das demokratische Mandat der Abgeordneten ausgeübt werden kann, dass jede Partei und jede Fraktion auch die Möglichkeit hat, auf sich aufmerksam zu machen. Aber wir sollten auch an diejenigen erinnern, die Kandidatinnen und Kandidaten sind. Auch sie brauchen eine faire, gleiche Chance darauf, gewählt zu werden. Und deswegen werden wir im Innenausschuss in den nächsten Wochen sowohl das zum Schwerpunktthema der Beratung machen, wir werden den FDP-Antrag, das sage ich ausdrücklich für meine Fraktion zu, als einer der wesentlichen Grundlagen dieser Debatte gebrauchen. Wir haben auch heute schon in einer Sondersitzung des Innenausschusses uns damit auseinandergesetzt, wenn es darum ging, eben die Muster zu erkennen und zu fragen, was müssen wir dafür tun, dass diese Wahlen frei, geheim, gleich und vor allen Dingen geschützt sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sollte das heutige Mitnehmen in dieser Debatte sein. Was gerade eben passiert ist, ist allerdings, dass die Saat des Zweifels gesät wird, wo gleichzeitig irgendwelche Zahlen in den Raum gestellt worden sind, YouTube-Kanäle gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestellt werden und die Möglichkeiten, darauf aufmerksam zu machen. Wir sollten schon dafür Sorge tragen, dass in einem demokratischen Rechtsstaat der mündige Bürger in der Lage ist, selbst zu erkennen, was richtig und falsch ist. Das muss man ihm nicht abnehmen. Aber wir sollten zumindest dafür sorgen, dass gleiche Wahlchancen existieren, indem auch auf einen anderen Komplex eingegangen wird, der in der FDP-Grundlage auch deutlich benannt worden ist. Die Wahlkampffinanzierung und die ungleichen Chancen, die damit geschaffen werden, sind ein genauso großes Problem, wenn es um Desinformation und Fake News geht. All das ist Aufgabe dieses Parlaments. Wir wollen diese demokratischen Wahlen schützen. Wir werden diese demokratischen Wahlen schützen. Und damit ist die Bundestagswahl eine der wesentlichen Herausforderungen. Parteien, die Opposition, die konstruktive Opposition und die Regierungsfraktionen werden das gemeinsam tun, und das ist Aufgabe des gesamten Deutschen Bundestags. Herzlichen Dank und uns eine gute Debatte. Ich freue mich auf die weitere Aussprache im Innenausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Hartmann.